Ja, auch Ricarda Lobe hat sich heute einkleiden lassen, die 100-Meter-Hürden-Sprinterin von der MTG Mannheim. Hallo Frau Lobe. Hallo. Erstmal, wie gefällt Ihnen denn die Kleidung? Ja, ach, ich finde das alles sehr schön, ist sehr sommerlich von meiner Perspektive aus, von den Farben. Und ja, es hat mir eigentlich auch alles sehr gut gepasst, deswegen ja, freue ich mich. Als wir Sie getroffen hatten zur Vorbereitung auf Olympia, da waren Sie noch nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele. Was für ein Gefühl ist es jetzt, nach Tokio zu fliegen? Ja, also auch jetzt warte ich noch auf die offizielle Nominierung morgen. Allerdings, ja, ist die Tendenz ganz gut und deswegen überwiegt gerade einfach nur die Vorfreude, dass sich diese ganze harte Arbeit ja endlich gelohnt hat. Wir hatten Sie ja ein bisschen frühzeitiger in der Vorbereitung getroffen. Auf welchem Fitnessstand sind Sie jetzt? Also man muss schon sagen, dass die Form jetzt deutlich besser geworden ist durch das Training. Ich hatte in der Vorbereitung ein paar Probleme und ja, das konnten wir jetzt alles so gut zur Saison hin richten, dass ja, jetzt dann auch in Tokio hoffentlich die beste Leistung abzurufen ist. Wie sieht denn jetzt noch konkret der Fahrplan bis zu den Olympischen Spielen dann aus? Ja, das steht noch gar nicht so ganz fest. Also wir hatten jetzt alles wirklich auf diese Qualifikationszeit ausgelegt und ja, wir müssen jetzt mal schauen. Also geplant ist schon, dass wir noch mal ein Rennen vor Abflug machen. Dann wird es dort ein Vorbereitungstrainingslager geben und dann ja, reisen wir auch ins Olympische Dorf schon an. Haben Sie sich denn schon mit der Stadt Tokio auseinandergesetzt? Können Sie uns vielleicht gegebenenfalls was auf Japanisch sagen? Haben Sie sich damit schon auseinandergesetzt? Nee, ehrlich gesagt noch gar nicht. Wir hatten letztes Jahr mal so einen kleinen Workshop gemacht und auch ein paar Sachen auf Japanisch gelernt, aber das weiß ich leider schon gar nicht mehr. Aber ich habe eine App auf Japanisch und habe mir auch schon vorgenommen, dass ich dann so gerade so Sachen wie Guten Morgen, Hallo, dass ich sowas dann schon vorher lerne und kann. Dann sind wir sehr gespannt, was Sie uns dann auf Japanisch erzählen und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg bei den Olympischen Spielen. Dankeschön. Gerne.